denn meine Religion wird hier instrumentalisiert, missbraucht. Nicht das erste Mal und ich befürchte auch nicht das letzte Mal. Aber wir müssen unsere Stimme heben, wir müssen viel lauter schreien und zeigen, dass dies nicht sein darf und wir dies nicht zulassen wollen. Ich bin im Geiste mit den Opfern, mit den Zurückgebliebenen und ich trauere mit ihnen.